Da Wolfisberg kein Talent hat, gesprochenen Text auswendig zu lernen, behilft er sich mit einem Skript. Als erstes steht da, dass Wolfisberg laut Skript nun für das verschnürte Paket noch einen angemessenen Platz finden, bis es verwendet wird. Er mustert kurz das Publikum und fixiert dann mit den Augen eine Person. Dann überreicht er das verschnürte Paket und kehrt zum Mikrofon zurück. Die Person, die Wolfisberg vorhin mit den Augen fixiert hat, ist überrascht. Sie hatte erwartet, dass sie das verschnürte Paket bekommen würde. Nicht, dass sie darüber unglücklich wäre, es nicht bekommen zu haben. Im Gegenteil, sie ist insgeheim fast ein wenig erleichtert darüber. Man bekommt nämlich nicht einfach so ein verschnürtes Paket in die Hand gedrückt. Sie vermutet, dass dieser Gegenstand sie heute Abend noch zu weiterem verpflichtet hätte. Wolfisberg nickt. Der Mensch, der das verschnürte Paket überraschend bekommen hat, findet dieses Nicken beunruhigend. Er befürchtet nämlich, dass die Vermutung der Person, die knapp am verschnürten Paket vorbeigekommen ist, stimmen könnte. Wolfisberg nickt. Darauf geschieht beim Menschen mit dem verschnürten Paket ein physikalischer Vorgang, der bei ihm einen stillen Ärger hervorruft. Warum bloß bekomme ich bei den kleinsten Stresssituationen immer schweißige Hände, fragt er sich und ärgert sich gleich nochmals darüber, was den physikalischen Vorgang weiter begünstigt. Doch er versucht, sich nichts mehr anmerken zu lassen. Die Person, die knapp am verschnürten Paket vorbeigekommen ist und deswegen immer noch etwas Erleichterung verspürt, weiß noch nicht, dass sie heute Abend Frau Hoffmann heißt. Jetzt weiß sie es. Damit verflüchtigt sich das Erleichterungsgefühl bei ihr augenblicklich. Jetzt hat sie eine Identität. Frau Hoffmann. Ob ihr der Name nun gefällt oder nicht, für heute Abend haftet er ihr an. Möglich, dass sich dies auch über diesen Abend hinausziehen wird. Vielleicht wird sie in einigen Tagen auf der Straße von einem Zuschauer, der heute irgendwo hinter ihr sitzt, wiedererkannt und er wird zu ihr sagen, Sie sind doch die Frau Hofmann von dem Abend bei Döville da neulich. Hoffmann wird sie ihn korrigieren und sie wird lachen und er auch, weil sie sich daran erinnern, dass Wolfisberg eben diese Situation prophezeit hatte. Ein Wort gibt das andere, sie gehen einen Kaffee trinken, es folgen 2, 3 Gläser Wein, später landen sie zusammen im Bett, sie wird überraschend schwanger. Man kennt das. Frau Hoffmann ist nun stark versucht, sich im Publikum umzusehen. Sie wüsste zu gern, welchen Gesichtern sie die nächsten Tage besser ausweichen sollte. Doch damit würde sie nur noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das gilt es nun zu vermeiden. Bisher wurde sie von Wolfisberg nämlich nur über einen Blick definiert und über ein verschnürtes Paket, das sie nicht bekam. Sie schöpft wieder Hoffnung und denkt, vielleicht ist dem Publikum gar nicht so klar, dass ich mit Frau Hoffmann gemeint bin. Doch auch diese Hoffnung stirbt sogleich wieder. Denn Wolfisberg nimmt dem Menschen mit dem verschnürten Paket das verschnürte Paket weg. Und drückt dieses Frau Hoffmann in die Hand. Als erstes empfindet Frau Hoffmann Ekel. Pfui, denkt sie. Und gleich nochmals, pfui. Das verschnürte Paket ist an einigen Stellen etwas feucht. Sie schließt daraus, dass der Ex-Besitzer des verschnürten Paketes tatsächlich schweißige Hände hat. Das gibt Frau Hoffmann zu denken. Beschreibt dieses Skript, aus welchem dieser Wolfisberg da vorne liest, tatsächlich die Realität? Das hieße, dass ihre Zukunft somit besiegelt und sie bald schwanger würde. Um sich aus Wolfisbergs Vorstellung zu befreien, wirft Frau Hoffmann das Paket plötzlich panisch zu ihm zurück nach vorne. Wahnsinn, was so ein Paket einen alles für absurde Dinge glauben lässt, obwohl es nur mit heißer Luft gefüllt ist und bloß sinnlos hin und her gereicht wurde, denkt Wolfisberg. Und zum Schluss nickt Wolfisberg noch dankend und geht winkend ab. Thank you.